Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Force Unleashed. Ich hatte euch versprochen, dass wir in diesem Part gegen Vader kämpfen, deswegen fange ich jetzt an der Stelle nochmal an, obwohl wir das jetzt schon gesehen haben, weil ich mir gedacht habe, das gehört irgendwie zum Endkampf gegen Vader dazu. Ihr alle habt das Imperium verraten. Ja. Man wird euch befragen. Foltern. Ihr verratet mir die Namen eurer Freunde und Verbündeten. Dann werdet ihr sterben. Unser Tod wird anderen den Weg weisen. Eure sehr öffentliche, sehr schmerzhafte Hinrichtung wird ein Beispiel für die übrige Galaxis sein. Komische Pfeifen. Ich weiß nicht, woher es herkommt. Ist aber nur an der Stelle. Scheint irgendwie ein Bug vom Spiel zu sein. Ein Soundbug oder so. Lord Vader. Nehmt euch des Jungen an. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. So. Jetzt aber gegen Vader. Der ganze Bosskampf gegen Vader. Wir haben wieder das blaue Lichtschwert. Ich habe nochmal das Lichtschwert gewechselt. Ich habe dich gut ausgebildet, aber du musst noch viel lernen. Ihr könnt mir nichts mehr beibringen. Ja, ihr habt gerade gesehen, das Lichtschwert. Ich habe jetzt wieder ein rotes Lichtschwert. Hab mir gedacht, das ist beim für das böse Ende und für den Kampf gegen Vader irgendwie passender ein Lichtschwert. Ein rotes, und deswegen kämpfen wir jetzt mit dem roten Lichtschwert gegen Vader. Na komm. Kindergarten. Mit Vader sind wir bisher noch immer gut fertig geworden. Ey, das ist schön. Die Blitzattacke konnte ich mal landen. Die Laserschwert... Lichtschwert... Blitzattacke. Die habe ich bisher, glaube ich, noch nicht landen können bei Vader vorhin. Umso schöner, dass es mir jetzt gelungen ist. Na. Nee, irgendwie kriege ich das nicht hin. Falsche Richtung, Vader. Ganz falsche Richtung. Da bin ich doch. Ja, so kann man ihn erwischen. Das ist eigentlich die beste Attacke von ihm, weil da kann man ihm wunderbar ausweichen. Na, ah, gibt da schon Ruhe. Geht da schon in den nächsten Raum. Na, Vader. Gib's heute aber wieder schnell auf. Da geht schon mehr, mein Freund. Werfen wieder schön Zeug auf... Na. Hörst du auf. So, wieder Zeug auf ihn werfen und dann gleich ihn eine reinhauen. Das mag er ja besonders gerne. So, voll von hinten rein. Das tut ihm natürlich weh. Das ist, selbst durch sein Schutzschild spürt er das irgendwie. Viel ist von seinem Körper ja meines Wissens nach nicht mehr übrig. Naja, mit der Attacke kriegt er mich immer. Irgendwann muss ich mal lernen, sie zu kontern. Er bewegt sich ja ziemlich langsam. Das ist unser Vorteil. Liegt aber auch daran, dass seine Rüstung 120 Kilo wiegt. Müsst ihr euch mal vorstellen. Der schleppt den ganzen Tag 120 Kilo mit euch rum. Ja, ist klar, dass er sich ein bisschen langsamer bewegt, der Vader. Er hat auch einen eigenen neuen Lichtschwertstil ein bisschen entwickeln müssen. Für ein neues Schwert und so weiter. Weil er natürlich nicht mehr so kämpfen könnte wie früher, dadurch, dass er jetzt eben stark behindert ist. Der ist wirklich, hat ein hart eingeschränktes Leben, der Vader. Den geht's wirklich absolut nicht gut. Müsst ihr euch mal durchlesen. Bei Jedipedia, wie es dem Vader so geht, das ist fast schon traurig eigentlich. Ja, es ist eigentlich traurig, was dem armen Vader passiert ist. Also, ja, wie es ihm jetzt geht, dafür, dass er die Republik verraten hat. Um sich Palpatine anzuschließen, um sich dem Imperator Darth Sidious anzuschließen. Naja. Er wird schon gewusst haben. So, ach man. Immerhin habe ich noch mehr Energie als Vader, das ist schon mal gut. Ja, damit hatte ich gerechnet. Ja, das Blitzduell gewinne ich für gewöhnlich. Obwohl Vader eigentlich gar keine Blitze machen könnte, aber naja. Das sparen wir uns mal an der Stelle zu erwähnen. Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Und wiederholen will ich mich ja nicht. Na komm. Jetzt haben wir dich aber gleich hier. Muss doch gleich mal hier Schruhe sein. Schicht im Schacht. Sag mal, der hat doch schon voll am Ende der roten Energie. Jetzt sticht er gleich nochmal mich rein. Ja. Kenne ich schon alles, Vader. Lass dir mal was Neues einfallen. Na, komm, hör doch auf. Na, also dreimal muss ja nicht sein hier. Huh? Kannst doch übertreiben. Scheiße, jetzt verliere ich auch noch gegen ihn. Weil er hier so asozial wird. Ja. Ah gut, das ist meine Chance, dass dieses Duell gegen ihn gewinnen, dann müsste es eigentlich vorbei sein mit ihm. Immer noch nicht. Sag mal, Vader, du hast aber heute Ausdauer. Du hast mir aber heute eine Ausdauer, das ist ja schlimm. Ah, okay, einmal noch treffen und ich bin tot. Na, das gibt's doch nicht. Sag mal, Vader, geh sterben! Nein, komm! Jawohl. Oh, das war knapp. Also wenn ihr meine Lebensenergie anschaut und Vader seinen anschaut, da hat er momentan sogar noch mehr als ich. Wow.
War eine knappe Angelegenheit. Das ist mir beim letzten Mal, glaube ich, besser gelungen. Jawohl, da bin ich einmal erst gestorben. Na gut, vielleicht doch nicht. Der hart ledierte Vader. Seine Schutzrüstung ist aufgerissen. Seine Lebenserhaltungssysteme sind freigelegt. Normalerweise würde er eigentlich schneller sterben, weil er kann ja eigentlich nicht mehr richtig atmen und so. Und sobald er eigentlich der Luft draußen ausgesetzt ist, wird sein Körper... Ja... Überlebt er halt nicht lange, weil sein Körper schon so mitgenommen ist. Sein Abwehrsystem ist praktisch nicht mehr vorhanden. Sein Immunsystem. Vernichte ihn. Er war schwach. Gebrochen. Vernichte ihn jetzt und komme an meine Seite. Nein! Niemals! Helft ihm! Nö. Für den Fall sind wir jetzt mal egoistisch und bringen Vader um, beziehungsweise kämpfen gegen Vader. So. Na, Vader. Gerade eben sah er noch so schwach aus, aber jetzt ist er leider doch wieder ganz gut auf den Beinen. Aber man hört schon, der ist angeschlagen auf jeden Fall. Merkt man ja an seinem Atmen, also er atmet nicht, wie er normal atmet. Was? Jetzt verliere ich sogar schon die Duelle gegen ihn. Müssen wir mal aufpassen hier. Das Lustige ist übrigens, dass der Cyborg-Körper von Darth Vader, wie er aufgebaut ist, vom Aufbau her, muss der ziemlich schnell gebaut werden, sonst wäre er gestorben. Dass er vom Aufbau her an General Grievous erinnert. Also der, wie das Immunsystem und so weiter eben aufgebaut wurde. Denn in General Grievous war ja auch mal ein, ja Mensch war er nicht, aber halt von einer anderen Rasse. Ja. Hat übrigens auch 30 Söhne und Töchter. General Grievous. Also er war nicht immer diese Maschine, die man aus den Star Wars Episode 3 kennt. Na komm, jetzt machen wir hin. Na ja, ja, Vader. Kein Problem da, Vader. Ah, mit Lichtschwertangriffen kommen wir hier, glaube ich, ganz gut zur Rande. Er hat gleich viel Energie wie ich. Ah, aber er kann sich leider auch gegen die Lichtschwertangriffe verteidigen. Mist, den hat er geblockt. Okay, das Machtangriffe blockt er anscheinend. Da probieren wir es weiter mit dem Lichtschwert. Oh ja, da hat sie ihn hinkauen. Da konnte ihm gleich voll eine reinhauen. Jetzt hat er auch nicht mehr. Komm. Schlagen uns eigentlich ganz gut. Eigentlich besser als sonst so. Stellen uns nicht ganz so dumm an gegen Vader. Aber er ist auch, glaube ich, etwas leichter als der... Ich weiß nicht mehr, war der leichter oder schwerer als der Imperator? Ich kann mich so schlechter erinnern. Also, als ich es auf Schwierigkeitsgrad gespielt habe. Hier sind sie ja alle nicht so die große Herausforderung. Natürlich muss man ein bisschen kämpfen, aber... Ist natürlich was anderes, als wenn man auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad das Spiel versucht durchzuspielen. So. Vader, ha? Na, jetzt hör doch mal auf. Das ist blöd, er hat manchmal so Angriffe, die ich nicht unterbrechen kann, wo er mich dann halt richtig oft trifft. Mist. So, anscheinend habe ich da das Glas gerade eben kaputt gemacht und dadurch ist da irgendwas aufgestiegen. Ja, hier sehen wir, hier haben wir möglichst deutlich mehr Spielraum, um die Y-Taste zu drücken. Das soll wahrscheinlich auch symbolisieren, dass Vader natürlich deutlich schwächer mit der Macht ist. Jetzt in seinem Zustand. Ach, komm, hör doch auf. In seinem Zustand als Darth Sidious. Ah, sag mal, wie oft willst du denn das noch blocken, meine Angriffe? Ah, das bringt auch was. Die Attacke bringt auch was, die da. Warte, ich probiere es nochmal aus. Ah ja, doch. Bringt anscheinend auch was. Ja, doch, da haben wir ihn sogar ein bisschen verletzt. Oh ja, das hätte ich gleich machen sollen. Ich glaube, das war die Art von Attacken, die am effektivsten gegen ihn war. Diese Attacken hier. Die kann er so schlecht blocken. Blocken, der Vader. Jawohl, und da haben wir Vader auch. Ich sag ja, der ist etwas leichter als Sidious. Schon krass, wie er mitgenommen ist, der Vader. Er hätte sowieso nicht mehr lange überlebt. Eigentlich hätte er über... Von der Logik her hätte er eigentlich überhaupt nicht so lange leben dürfen. Eigentlich hätte er schon viel früher sterben müssen durch sein Immunsystem. Also von alleine schon. Allein weil seine Maske weg ist, hätte er sterben müssen. Ja gut, mit zwei Lichtschwertern drinne. Ist klar, dass er tot ist. Doch, das war noch nicht alles. Jetzt kommt nämlich das böse Ende. Exactly.
gelernt. Lord Vader war am Ende nur noch ein Schatten seiner selbst. Das ist wohl wahr. Ich wusste, dass du ihn ersetzen würdest. Es gibt allerdings noch eine letzte Prüfung. Löse dich endlich von den Jedi. Dann wirst du schließlich ein Lord der Sith sein. Du hast deinen netter Versuch und deine Freunde verraten. Ich wusste, dass du auch mich verraten würdest. Und nun hast du dich und deine Freunde zum Untergang verdammt. Warum hat er jetzt gerade Englisch gesprochen? Er hat No gesagt. Naja. Tja, ein Flugzeug ist auf uns gelandet. Das ist schmerzhaft, aber wir haben überlebt, wenn auch vielleicht nicht so, wie wir uns das selbst vorgestellt haben. Denn nun sind wir auch sowas geworden wie Vader mit einem Cyborg-Körper. Du hattest großes Potenzial. Du hättest mein Nachfolger sein können, mir ebenbürtig. Aber nun... Doch ich habe vielleicht Verwendung für dich. Ich habe noch Feinde zu suchen und zu vernichten. Du wirst mir dienen, bis ich einen neuen Schüler finde. Und dann, genau wie Vader, wirst du abgesetzt werden. Beende es. Tja. Das war das böse Ende, in dem Starkiller zwar überlebt, allerdings die Rebellenallianz tot ist und Starkiller auch nicht so überlebt, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat. Ist übrigens auch andere Musik am Ende, wenn es euch auffällt gerade. Ja, waren auf jeden Fall schönes Spiel. Ist ja jetzt nur das Hauptspiel, ich habe ja euch ja versprochen, dass wir die Erweiterungen natürlich auch spielen. Die drei Erweiterungen, ich hoffe jetzt fallen sie mir ein, Hoth war die eine, dann der Jedi-Tempel, was war die dritte Erweiterung? Irgendwas auf Tatooine, glaube ich, oder so. Wenn ich mich nicht täusche. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ja, das waren die drei Erweiterungen auf jeden Fall, die wir noch gemeinsam spielen werden. Anfangen werden wir, glaube ich, mit Hoth. Ich glaube, das steht auch als... ja, doch, das steht als erstes im Menü. Meines Wissens nach. Deswegen werden wir anfangen, auf Hoth zu spielen. Eben mit diesem, ja, mit dem, was von Starkiller noch übrig geblieben ist. Also das, was ihr jetzt gerade gesehen habt. Und damit werden wir auf Hoth kämpfen. Ja, auf Hoth wird unter anderem Luke Skywalker auf uns warten, mehr sage ich aber nicht dazu. Ist auf jeden Fall eine gar nicht so schlechte Erweiterung. Macht Spaß zum Spielen, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ihr seht, Sam Witwer hat uns gesprochen, also in der englischen Originalversion. Sam Witwer, und der hat auch meines Wissens nach dem Imperator gesprochen, also nicht nur Starkiller, sondern auch dem Imperator, das müsste jetzt auch gleich nochmal kommen. Schauen wir mal, Sam Witwer. Ja, genau, den Palpatine, Imperator Palpatine hat auch Sam Witwer gesprochen. Die Sprecher sagen mir jetzt mal nix, weiß nicht, ob die berühmt sind oder nicht berühmt sind. Ich kenne mich mit Schauspielern auch ehrlich gesagt, muss ich sagen, nicht besonders gut aus. Ich lasse jetzt mal einmal die Credits durchlaufen, damit ihr sie mal gesehen habt. Gehört ja irgendwie dazu am Ende. Am Ende eines Spiels, ich wollte schon sagen am Ende eines Let's Plays, aber es ist ja gar nicht das Ende des Let's Plays, deswegen werde ich auch, ja, mein Fazit zu dem Spiel, werde ich wahrscheinlich auch auf einem anderen Part vertagen, ja, obwohl ich kann ja da was dazu sagen, wie ich dieses Spiel fand. Ich muss sagen, ja, ich fand's mega geil, ich liebe das Spiel einfach, ich weiß noch, damals, als es rauskam, ich habe mich so drauf gefreut, die ganzen Sommerferien habe ich eigentlich drauf gewartet gehabt auf dieses Spiel, weil es wird ja ewig oft verschoben. Sollte ja, glaube ich, viel früher erscheinen, irgendwie zum 30. Star Wars Jubiläum oder so, sollte es eigentlich erscheinen. Das Spiel ist dann natürlich einige Male verschoben worden. Ja, ihr seht, was rausgekommen ist. Meiner Meinung nach ein sehr cooles Star Wars Spiel. Hat auf jeden Fall, besonders auch interessant ist halt, weil es die Story nacherzählt. Eine Story, die bisher eigentlich noch nicht erzählt wurde oder die es auch sonst eigentlich nicht gab vorher, schätze ich mal. Die eben so ein bisschen besser den Übergang erklärt
zwischen Episode 2 und Episode 3. Ja, also storytechnisch auf jeden Fall ein super Spiel. Grafisch, ich weiß nicht, damals wird es vielleicht ganz okay gewesen sein. Mittlerweile muss ich sagen, ja, mein Gott, ist halt nicht mehr so schön. Gibt schönere Spiele auf jeden Fall. Freue mich auf Star Wars 1313, das sieht bestimmt mega geil aus. Kommt ja auch irgendwann, aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis das kommt. Werde ich auf jeden Fall, ich hoffe mal auch Let's Playen. Hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Bin ja ein großer Star Wars Fan, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Ja gut, sonst hätte ich jetzt nicht drei Star Wars Spiele Let's Played. Ja, ich weiß noch gar nicht, was ich als nächstes Let's Playen werde auch. Keine Ahnung. Aber das sage ich alles nochmal am Ende von der dritten Erweiterung. Ich greife schon wieder zu viel vorweg. Ich bin so gewohnt bei den... Ja, Musik werde lauter. Ich bin so gewohnt bei den Credits immer zu sagen, was ich als nächstes mache und so weiter. Das kann ich mir an der Stelle aber eigentlich sparen. Denn, ja... Es geht ja weiter. Es geht weiter auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob die Credits am Ende von den Erweiterungen auch nochmal kommen. Das sind ja wahrscheinlich dieselben Entwickler, daher werde ich sie euch dann an der Stelle ersparen. Müsst ihr euch dann nicht nochmal geben. Ja. Haben natürlich wieder enorm viele Leute mitgemacht bei dem Spiel. Ist ja eigentlich auch ganz cool geworden. Besonders die Fähigkeiten, wie man die Macht einsetzen kann und so von der Steuerung her, ist das schon richtig geil. Die Sprünge waren manchmal ein bisschen unpräzise, das ist leider ein kleines Manko des Spiels, muss man sagen. Jetzt fängt die Musik wieder von vorne an. Ein kleines Manko des Spiels sind natürlich die Sprungpassagen und die Kamera ist auch immer ein bisschen... Naja, in engen Stellen könnte sie auch manchmal etwas besser sein, aber was soll's. Ist auf jeden Fall cool, das Spiel. Die Kamera nicht. Ich weiß auch nicht, wie sich jetzt mit PC-Steuerung gespielt. Ich habe es natürlich mit Gamepad gespielt, weil ich einfach gewöhnt bin, mit dem Gamepad zu spielen, weil ich es ja auch... Die zwei Male, dass ich es bis jetzt durchgespielt hatte, waren beide auf der Xbox. Jetzt das dritte Mal. Allein das zeigt ja eigentlich, dass der Spielmarkt gleich dreimal durchspielt. Spricht ja eigentlich für das Spiel. Ja. Genau, was kann ich euch sonst noch Schönes erzählen? Irgendwas Interessantes. Ich weiß nicht genau, wann die Folge jetzt rauskommt. Die heutige. Ich vermute mal vor dem 23. Vor dem 23.11. oder 10 Tage. Ne, da kommt sie wahrscheinlich gar nicht raus in 10 Tagen, die Folge. Es kann gut sein, dass jetzt sogar vielleicht schon Lego Herr der Ringe angefangen hat, das Let's Play. Weiß ich nicht genau, wie ich das zeitlich hinbekomme. Wäre auf jeden Fall cool, wenn es schon angefangen hätte. Weil ich mich auf jeden Fall eine Menge auf das Spiel freue. Zusammen mit dem Joker jetzt eben das zu zocken. Lego Herr der Ringe. Sollte ich auf jeden Fall dabei sein. So, hier sind wir schon bei Special Thanks. Das heißt, ja, dass es wohl langsam zu Ende geht. Allzu lange dürfte es nicht mehr dauern. Bald haben wir es geschafft. Die Credits sind vorbei. Einmal will ich es euch zeigen. Ich finde, die Credits können am Ende eines Spiels einfach dazu. Hier bedanken sich nochmal die, wahrscheinlich mit diejenigen, die wahrscheinlich das Spiel gemacht haben, bei ihrer Familie und so weiter. Auch immer eine schöne Sache, sowas am Ende vom Spiel nochmal. Ich werde auch mal gesagt, die Credits anschauen. Irgendwie gehört es einfach dazu, zu sehen, wer da mitgemacht hat, auch wenn man das alles nicht mehr durch, wahrscheinlich alles überhaupt nicht durchlesen kann. Ich weiß gar nicht, was das da für eine Schrift ist. Das könnte die Star Wars Schrift sein, die da gerade läuft in der Mitte. Weiß ich nicht. Könnte gut sein. Ich weiß es nicht. Die Star Wars Schrift kenne ich nicht genau, ob es eine eigene Schrift gibt. Doch, da gibt es, glaube ich, eine eigene Schrift. Da gibt es wahrscheinlich mehrere Schriften, das ist ja ein riesiges Universum, da wird es wahrscheinlich 1000 Schriften geben. Bei uns auf der Welt gibt es ja auch sehr viele verschiedene Schriften. Wird wohl im Star Wars Universum nicht anders sein. Die Währung im Star Wars Universum heißt auf jeden Fall Credits, das weiß ich. Ja, das kann ich euch wenigstens sicher sagen. So, was kann ich noch euch sonst erzählen? Das habe ich schon mal gerade eben gesagt, gell? Ich wiederhole mich. Langsam weiß ich nicht mehr so recht, was ich sagen soll. Egal. Ja. Ach ja, genau, ich habe ja die Ultimate Sith Edition. Habe ich aber, glaube ich, am Anfang schon gesagt. Kann ich nochmal vorlesen, was hinten auf der Packung draufsteht. Erlebe die Macht der dunklen Seite. Die Ultimate Sith Edition enthält das Originalspiel Star Wars Unleashed. Drei neu gestaltete Level aus der klassischen Trilogie Tatooine, der Jedi-Tempel und der brandneuer Rot-Level. Ja, es ist doch Tatooine, das dritte Level. Hatte ich doch richtig in Erinnerung. Was steht sonst noch drauf? Entfessle epische Machtkräfte und verheerende Kombos. Ja, die Kombos habe ich mir ein bisschen gespart. Da stehe ich nicht so drauf auf Kombos, bin auch nicht so Kombo-Spieler, also so Spiele wie, keine Ahnung, Soul Calibur oder sowas ist eigentlich nicht so meins. Was haben wir sonst noch? Erlebe die nie erzählte Geschichte von Darth Vaders geheimen Schüler, angesichts zwischen Ereignissen zwischen Episode 3 und 4, haben wir auch schon gesagt. Und brandneuer Hot-Level betonen sie da gleich nochmal, indem du als ultimativ böser Schüler gegen Luke Skywalker und die Rebellen kämpfst. Ja, jetzt habe ich euch alles vorgelesen, was hinten auf der Packung drauf stand. Passt genau, hier ist alles vorbei. General Kota, Gründer der Rebellenallianz, ja, bla bla.
setzen wir nochmal fort und... Ja, ich weiß noch, damals habe ich ewig gesucht, wie man die Erweiterungen aktivieren kann, bis ich dann irgendwann drauf gekommen ist, dass ich nicht spiel, dass es kein einzelnes Level ist, also dass ich es nicht bei Spiel fortsetzen unter der Levelauswahl dann finde, sondern dass ich ein neues Spiel beginnen muss. Ich nehme mal den Spielstand hier. Und dass ich dann eben wählen kann, welches Level ich spielen will. Also, anfangen werden wir in der nächsten Episode mit Hoth, dann wird der Jedi-Tempel folgen. Und zum Abschluss dieses Let's Plays werden wir mit Starkiller Tatooine unsicher machen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und ja, möge die Macht mit euch sein. Servus.